Hey Axel, wie spät ist es? Es ist 13:31 Uhr. Hey Axel. Hey Axel. Wie warm ist es? Es sind 22,54 Grad im Büro und 14,5 Grad draußen. Ja. Das klappt ja schon ganz gut, wobei ich denke, viele von euch haben so eine recht romantische Vorstellung von Sprachassistenten, so etwa wie: Hey Axel, mach sauber! Natürlich, Sir. Gern, Sir. Rabotti starten. Bekomme ich jetzt ein paar MB mehr Arbeitsspeicher? Nein, und an deiner Betonung musst du auch noch arbeiten. Naja, in der Realität sieht's dann ja wohl eher so aus. Hey Axel. Hey Axel. Hey Axel. Schalte das Badezimmerlicht an. Haustür wird geöffnet. Nein. Heh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 
Hier in meinem Smart Home Server, da habe ich ja bereits Raspi 4 installiert, beziehungsweise gibt es da die Möglichkeit, das über Docker Compose, dann auch über die Templates, wie ich das in dem Video zu Skript Version 1 schon gezeigt habe, auch nachzuinstallieren. So, und wenn wir das mal starten, dann sieht das Ganze hier ungefähr so aus, natürlich noch nicht vorkonfiguriert. Und ich gehe mal ganz kurz durch, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ich habe nämlich jetzt hier einen externen MQTT-Dienst angebunden. Das heißt, hier kann ich über MQTT an Node-RED diese sogenannten Intents weitergeben. Und dazu muss ich dann mal kurz was zu sagen. Und zwar funktioniert ein Sprachassistent grundsätzlich so: Man spricht erstmal den Text ein, der wird dann wie auch immer durch eine Engine dementsprechend zu Text umgeformt, aber da kann dann der Computer halt auch immer noch nichts mit anfangen, weil eben dieser Text für den Computer erstmal keine Bedeutung hat. Der muss ja erstmal wissen, was ist denn sozusagen der Intent. Ja, und das heißt ja auf Deutsch so viel wie die Absicht, was ist die Absicht von eben dem gesprochenen Satz. Und da gibt es dann hier die Möglichkeit, verschiedene Intents festzulegen. Und wie ich das gerade am Anfang ja schon gezeigt habe, habe ich hier einmal, wie spät ist es, und sag mir die Uhrzeit. Und hier oben ist dann eben der Intent festgelegt. Und dieser Intent, der kommt dann über das Topic Hermes Intent einfach weiter. Und hier sehe ich auch gerade, ich kann das auch direkt auf JSON umstellen. Dann brauche ich eben diesen Node nicht. So, und dann habe ich hier das Topic Hermes Intent und dann eine Raute. Bei MQTT heißt das halt einfach, alles, was jetzt hier in den Unterbäumen bzw. in den Unterlinks dann durchkommt, wird jetzt alles genommen. Das heißt, es ist völlig egal, was hier hinter den Topics steht. Das kommt jetzt einfach alles durch. Ha, halt, stopp! Ich muss da nochmal kurz einhaken, denn so wie das jetzt hier in meinem Testaufbau ist, kann ich das wahrscheinlich jetzt doch nicht stehen lassen, denn das wird den einen oder anderen ja doch verwirren. Denn was mache ich jetzt konkret hier? Ich habe ja hier unter MQTT habe ich meinen lokalen Mosquito-Browser aktiviert. Das könnt ihr mehr oder weniger genauso übernehmen, nur natürlich mit eurem gesetzten Passwort. Also ich spreche jetzt hier von dem 123-Installationsskript, denn da ist Mosquito und MQTT damit dann schon automatisch vorinstalliert. Und dann gehen wir in Node-RED rein. Wir können das vielleicht auch in Home Assistant machen, aber da weiß ich wie gesagt nicht, wie genau das da funktioniert. So, und dann nehmen wir uns hier einen MQTT-In-Knoten. Und ich habe hier schon zwei MQTT-Server vorkonfiguriert. Wir würden dann hier einfach einen neuen erstellen. Und das ist Localhost als Server. Und unter Sicherheit dann dementsprechend die Serverdaten. So. Und als Topic nehmen wir Hermes/Intent/Raute. So, dann stellen wir das hier Ganze noch auf ein JSON-String. Das muss natürlich auch an sein. So, dann können wir uns hier einen Debug-Node noch reinziehen. Und da ich jetzt gerade kein Mikrofon zur Hand habe, mache ich das hier mal manuell. Gehen wir auf die Hausseite und sagen, wie spät es ist. Da ist es schon vorkonfiguriert. Sagen auf Erkennen. Und dann sagt er hier schon, GetTime wurde erkannt. Dann schauen wir hier unter dem Debug-Fenster, was kam denn jetzt hier als Nachricht rein? Und da sehen wir, Input-Text war, wie spät es ist. Und darüber können wir dann auch hier am Intent hier oben erkennen, dass das der Intent GetTime ist. So, wenn wir damit jetzt zum Beispiel was machen wollen, dann können wir, ich mache das mal wieder zu, dann können wir zum Beispiel einen Switch-Node nehmen. Also ich zeige das jetzt hier nur mal ganz grob. Man kann natürlich auch suchen. Und da dann zum Beispiel sagen, dass der Topic dementsprechend gleich GetTime ist. Und damit würde dann an der Stelle hier oben am ersten Knoten, hier als Beispiel ist es mal etwas anders, dann sind dann direkt ein paar mehr Intents mit rein. So, und das heißt, jeweils wenn ein anderer Intent reinkommt, dann kommt er dementsprechend an einem anderen Ausgang mit raus. Und da kann man dann zum Beispiel verschiedene Aktionen ausführen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Licht anschalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Home Assistant Node nehme, einen Call Service zum Beispiel, dann kann ich jetzt hier sagen Switch. Und dann mal gucken, was habe ich hier für Switches drin. Also mal zum Beispiel an. Und ich habe meine Steckdose
sind etwas kryptisch. Mini-Steckdose 3 zum Beispiel. Und die würde dann dementsprechend, wenn ich jetzt sage, wie spät ist es, würde dann dementsprechend die Steckdose schon sofort angezeigt. Aber auf Home Assistant und Node-RED gehe ich dann nochmal in Detail ein. Das habe ich ja schon versprochen, dass ich das nochmal genau erkläre, wie das funktioniert. Und das jetzt nur als kleines Mini-Tutorial, wie man jetzt mit Raspi schon mal die ersten Sprachausführungen dann vollziehen kann. Ich habe mich jetzt mit dem Home Assistant Intent System selbst noch nicht befasst. Das funktioniert bei Google und bei Siri zum Beispiel dann schon automatisch. Das heißt, da muss man nur einmal seine Geräte dann mit anmelden. Dazu mache ich jetzt allerdings keine Beschreibung, weil das ist an anderen Stellen schon gut genug erläutert. Aber hier Raspi selbst braucht meiner Meinung nach ein bisschen Aufmerksamkeit, weil das hier schon wirklich sehr gut schon funktioniert. Also gehen wir mal hier auf die Einstellung, wie wir da jetzt insgesamt vorgehen müssen. Und zwar haben wir mehrere Möglichkeiten, ein Audiosignal halt einfügen zu lassen. Zum Beispiel die einfachste bzw. Standardmöglichkeit, einfach würde ich jetzt auch nicht so direkt behaupten, wäre jetzt Pi Audio. Das heißt, man schließt einfach ein Mikrofon an den Raspberry an und dann kann halt dementsprechend zum Beispiel Hey Axel gesagt werden. Und das funktioniert dann über die sogenannte Hot Word Detection. Und da muss ich mal gerade eben selber gucken, wo ich das hier habe. Das müsste Kaldi. Ne, wo haben wir denn die? Ja, Wake Word. Das Wake Word, das habe ich jetzt hier zum Beispiel vorab aufgenommen. Und zwar mit dem Modul Raspi Raven. Porcupine ist zum Beispiel ein anderes Modul. Da gibt es dann, muss ich mal einmal eben neu starten. Da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, na, warum war es denn? Verschiedene Hot Words halt eben anzugeben. Ich meine, ich weiß nicht, warum er die jetzt hier nicht zeigt. Refresh. Ah, da haben wir so. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel Jarvis oder Computer oder Blueberry. Das heißt, wenn man jetzt sagt Blueberry, dann wacht halt dementsprechend Raspi auf und hört, was gesagt wird. Da gibt es hier sogar Hey Siri oder Okay Google. Aber da ich ja schon in meinem ersten Video mit Axel gearbeitet habe, habe ich mir dann hier dieses Raspi Raven genommen. Da habe ich dann dreimal, muss man hier einmal vorab aufnehmen, wie halt eben sein Befehl klingt. Und das klappt auch relativ gut. Das heißt, man kann sich hier sein eigenes Wake Word eintrainieren. Das heißt, es klappt gut, es klappt okay. Aber auch bei Okay Google oder Hey Siri funktioniert das erfahrungsgemäß auch nicht zu 100%, sondern eher zu 70%. Deswegen bin ich da geneigt, das meistens eben schnell auf dem Handy zu drücken. Also bei den meisten Befehlen halte ich persönlich von den Sprachassistenten noch nicht so viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Einkaufsliste irgendwie auffüllen will, dann geht das mit dem Google Assistant natürlich ganz gut. Aber ich möchte mir halt nicht eine Wanze irgendwie bei mir im Handy laufen lassen. Wenngleich mir natürlich bewusst ist, dass ein Smartphone, selbst wenn die Audioaufnahme von Google und sämtliche Google-Apps irgendwie deaktiviert ist, man mehr oder weniger gar nicht darum rumkommt. Man hat irgendeine App vielleicht installiert und dann weiß man schon gar nicht genau, wird irgendwie deine MAC-Adresse von deinem WLAN übertragen, wird ein Portscan auf Geräte im Netzwerk gemacht, hat man Fire TV im Haus. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Hin und wieder nutze ich das Google Home mal zu Testzwecken. Und deswegen, natürlich ist es auch angenehm, dass man es wirklich vom Handy aus machen kann, weil Raspi hat aktuell noch keine Android- oder Apple-App, von der man zum Beispiel dann direkt steuern könnte. Soweit ich weiß jedenfalls. Naja, dann gehen wir mal hier weiter durch. Also wir haben jetzt die Möglichkeit von Audio-Recording. Das heißt, was ist der Eingang? Pi Audio ist, wie gesagt, die Möglichkeit, das direkt an Pi anzuschließen. Dann haben wir Hermes MQTT. Das ist das, was ich jetzt benutzt habe mit meinem Satelliten, so wie man ihn da nennt. Das heißt mit dem Audio Kit, mit dem ESP32 Audio Kit. Das verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung. So, und da haben wir ja die Möglichkeit, dann das Audiosignal zu streamen. Das funktioniert jetzt hier an der Stelle über das MQTT-Protokoll. Und dann hat man da auch die Möglichkeit, zum Beispiel wie ich, wenn ich jetzt meinen Raspberry nur unter der Treppe stehen habe, wo zum Beispiel das Mikrofon jetzt nicht so gut zu verkabeln ist. Ich habe es in meinem ersten Video natürlich auch mit dem Bluetooth-Lautsprecher versucht, aber die Einbindung davon ist halt auch
bei Linux ja so eine Sache. Deswegen, das zeige ich jetzt hier an der Stelle nicht, wie ich das gemacht habe, weil es ist einfach immer wieder anders. Mal nutzt es BlueZ, manchmal ALSA, Pulse Audio. Und so 100% kriegt man es halt nie richtig zum Laufen. Und dann ist ein Bluetooth-Abbruch wieder da, weil Bluetooth halt auch einfach nicht die beste Signalübertragung. Dazu muss dann jeder selber erstmal wissen, wie man die Verbindung herstellt. Mit dem Satelliten, mit dem ESP32 hat das sehr gut funktioniert. Da haben wir dann hier dieses Raspi Satellite Projekt auf GitHub, das verlinke ich dann auch mal. Und dazu muss man lediglich, ich sage jetzt mal lediglich, Plattform.io installieren. Das ist ein Add-on für VLS Code, also für Visual Studio Code. Da gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein, ich sage nur, was man machen muss. Man muss sich eben dieses Repository installieren, beziehungsweise runterladen, dann einmal über Visual Studio Code und Plattform.io einmal ausführen und dann kann man das Ganze kompilieren und per USB-Kabel zum Beispiel direkt auf den ESP32 drauf flashen. Man hat hier in dem Ordner Plattform.io, also man musste den kompletten Ordner natürlich als Projekt öffnen. Man hat dann hier unter Plattform.io eine Settings-ini-Example-Datei und die muss man dann dementsprechend anpassen, bevor man die Firmware flasht. Und hier gibt es dann für die verschiedenen Geräte, die eben dieses Repository unterstützt, und ich habe jetzt in dem Fall das Audio-Kit genutzt, da gibt es dann dementsprechend die Beschreibung, was zu tun ist, damit man eben einmal die Firmware flasht. Ja, das ESP32 Audio Kit, was ich jetzt hier genutzt habe, das ist meiner Meinung nach auch noch ein bisschen zu overpowered. Das kostet ja so um die 15, 16 Euro. Eine Alternative wäre jetzt noch bei meinem Kollegen Atomic 14, der wirklich auch einen richtig coolen Kanal hat. Leider oder naja, nur auf Englisch, aber auf jeden Fall mit richtig coolen Inhalten. Und eins seiner bekannteren Projekte wäre halt ein DIY Alexa und da kann man sich ja auch nochmal anschauen, muss ich mal eben gucken, wo er das hier hat, das DIY Alexa Projekt, dieses hier, da kann man dann ja mal gucken, wie er das jetzt zum Beispiel gemacht hat, hat einfach ein Mikrofonmodul und ein Audioausgangsmodul einfach direkt an den Raspberry gemacht und er hat zum Beispiel auch nochmal versucht, wirklich On-Device, also On-Edge-Device, über TensorFlow Lite eine Wake-Word-Detection zu machen und dann auch dementsprechend ein paar Sprachbefehle dann direkt auf dem Gerät zu kompilieren. Das heißt, das Ganze würde sogar theoretisch komplett ohne Raspi funktionieren. Das habe ich mit dem Kollegen mal kurz unterhalten. Er kannte auch das Raspi-Projekt und deswegen ist das überhaupt erst so ins Rollen gekommen. Das ist halt auch eben das Repository mit dem Audio-Kit zum Beispiel geht. Das ist halt einfach das Coole in der Open-Source-Community. Ne? Genau, so. Jetzt, was muss ich jetzt hier noch dazu sagen, zu den Intents? Entschuldige, dass ich das jetzt hier so ungeskriptet und ohne roten Faden richtig runterbreche, aber einfach mal zum Überblick haben, sollte das hier jetzt funktionieren. Wie gesagt, diese Intents kann man jetzt antrainieren. Man gibt jetzt hier an der Stelle zum Beispiel einen Satz ein, der erkannt werden soll. Und dann hat man zum Beispiel mit dieser Notation, das ist aber auch auf der Dokumentation von Raspi nochmal alles erklärt, hat man hier zum Beispiel die Möglichkeit, zwischen zwei Wörtern zu switchen. Man kann natürlich auch den Satz jeweils häufiger sagen. Aber interessant wird es natürlich, wenn man eine Zahl oder sowas eintragen will. Das wäre zum Beispiel hier unten. Set Temp, das heißt, setze die Temperatur im Wohnzimmer. Das heißt, das Intent wäre jetzt Set Temp Wohnzimmer. Insofern, man kann natürlich dann auch abfragen, welches Wort wurde hier benutzt. Das liegt dann alles wiederum in den MQTT Topics mit drin. Also das heißt, da bekommt man dann eine Nachricht, die hierüber abgefangen wird. Und dann kann man in Node-RED über den Debug-Node ja auch mal reinschauen, wie sich das Ganze verändert hat. Aber ihr merkt schon, es funktioniert alles andere als von alleine. Das heißt, die Intents muss man wirklich von Hand auf komplett selber konfigurieren. Man muss sagen, schalte das auf 0 bis 30 Grad zum Beispiel. Und dann bekommt man auch die Temperatur, beziehungsweise die Zahl wird auch sehr gut erkannt.
Aber da muss man sich dann wirklich überlegen, ob einem das die Mühe wert ist. Ich für mich nehme das Handy in die Hand und drücke eben da drauf. Es kann natürlich Situationen geben, wenn man vielleicht keine Hand frei hat und das häufiger der Fall ist, dass sich dann so ein Sprachassistent wirklich lohnt. Für mich persönlich ist das aktuell nicht der Fall, aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, dann mit Mozilla Open, nee, wie war es jetzt? Common Voice von Mozilla, da mal eure Stimmen beizutragen. Denn hier unter den Speech-to-Text gibt es auch schon einen Teil für Mozilla Deep Speech. Der ist, soweit ich weiß, aber nicht in Deutsch verfügbar. Ich bin aber jetzt nicht ganz sicher. Man braucht dafür halt das deutsche Audiomodell, aber selbst wenn es dabei wäre, ist es halt noch nicht in so hoher Qualität, wie es zum Beispiel beim englischen Modell ist, weil halt eben nur 1000 Stunden Sprachdaten da sind und man sagt halt, alles, was man irgendwie gut machen will, dafür braucht man 10.000 Stunden Übung. Naja, und das gilt wohl so als ungefähre Metrik bei den STT, also den Speech-to-Text-Modellen dann genauso. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt ist das Video auch schon wieder ein bisschen in die Länge gezogen. Jetzt müssen wir eben gucken, was ich mir noch notiert hatte, was ich sagen wollte, weil ich das ja jetzt wirklich ganz ungeskriptet darunter erzählt habe. Nee, ich denke, ich habe ja alles soweit gesagt und für alles andere stehe ich dann in den Kommentaren nochmal wieder zur Verfügung. Erwartet jetzt von mir nicht, dass ich da zu sehr ins Detail gehe und erkläre, wie das alles hier mit der Audio-Konfiguration und mit Wake Word Detection, das ist mehr oder weniger selbsterklärend, beziehungsweise steht auch gut in der Dokumentation, die ist wirklich sehr gut gemacht. Da bin ich ja noch in Zugzwang für mein Skript, da mal eine vernünftige Dokumentation zu machen. Deswegen habe da ein bisschen Nachsehen, dass ich hier nicht den Erklärbär für Raspi mache, sondern schaut euch das mal ein bisschen an, auch wenn es natürlich in Englisch ist und das für den einen oder anderen dann ein bisschen schwieriger ist, aber ja, alles hat halt irgendwo seinen Preis. Genau, ja, an der Stelle hoffe ich, dass ich ein bisschen Lust auf Raspi gemacht habe und damit zeigen konnte, dass halt eben Sprachassistenten durchaus auch lokal und offline funktionieren können. Und wenn wir da alle ein bisschen mithelfen, das heißt, wir gehen jetzt hier auf Mozilla, habe ich das schon wieder geschlossen? Also wir gehen alle auf commonvoice.mozilla.org und sprechen da in deutscher Sprache, neue Sätze ein, wie zum Beispiel, er machte die Bekanntschaft Friedrich des Großen, der an ihm gefallen fand. Drücken wir hier drauf, nehmen den Satz auf, können uns den nochmal anhören und sagen, passt das ungefähr? Oder alternativ halt von anderen gesprochene Sätze. Schauen wir mal rein. Erforderlich sind Quantensprünge in Bildung und Ausbildung. Ja, erforderlich sind Quantensprünge in Bildung und Ausbildung. Das war richtig. Und so können wir dann selber, man kann sich auch ein Konto Konto anmelden und da sich dann kleine Punkte sammeln. So ein bisschen Gamification haben sie da auch mit drin. Aber so haben wir jetzt alle gemeinsam die Möglichkeit, da Mozilla und generell der Open Source Community zu helfen, eine Sprachdatenbank aufzubauen, die man dann dementsprechend nutzen kann, um Open Source Modelle zu trainieren. So, jetzt haben wir genügend Zeit hier schon wieder verstreichen lassen. Ich hoffe, das war für euch nicht zu langweilig. Wie gesagt, alles andere in den Kommentaren und in der Videobeschreibung und an der Stelle dann bis bald.